Der Catahoula Leopard Dog, auch unter dem Namen Louisiana Catahoula Leopard Dog oder Catahoula Cur bekannt, ist eine amerikanische Hunderasse und seit 1979 offizieller State Dog des US-Bundesstaates Louisiana. Er wurde bislang nicht von der FCI anerkannt. Geschichte und Herkunft des Catahoula Leopard Dogs. Über die Entstehungsgeschichte dieser Rasse kursieren verschiedene Theorien. Eine davon besagt, dass amerikanische Ureinwohner die von Spaniern im 16. Jahrhundert nach Amerika mitgebrachten Greyhounds und Molosser mit ihren eigenen Hunden kreuzten, woraus die heutigen Catahoula Leopard Dogs entstanden. Andere behaupten, dass die von französischen Siedlern im 19. Jahrhundert nach Nordamerika mitgebrachten Beaucairons ebenfalls mit den Hunden der Einheimischen gekreuzt wurden und so diese Rasse entstanden ist. Durch DNA-Analysen konnte man inzwischen die Theorie widerlegen, dass diese Rasse von den Rotwölfen abstammt. Der Namensteil Leopard Dog kann als solcher gut übersetzt werden. Bei Catahoula handelt es sich wohl um einen Begriff aus der Sprache der Choctaw, einem nordamerikanischen Indianerstamm, dessen Bedeutung übersetzt so viel wie geliebter oder geheiligter See ist. Ursprünglich wurden diese Hunde für die Wildschwein- und Waschbärenjagd, aber auch für das Treiben von Rinderherden eingesetzt. Erscheinungsbild des Catahoula Leopard Dogs. Bisher hat die Rasse nur der United Kennel Club anerkannt. Dabei wurde eine Schulterhöhe von 61 bis 66 cm beim Rüden sowie 55 bis 61 cm bei der Hündin festgelegt. Das Gewicht sollte zwischen 22 und 43 Kilogramm liegen. Beim Catahoula Leopard Dog handelt es sich um einen mittelgroßen, kompakten Hund, der ein kurzes, dichtes und anliegendes Fell hat. Dabei sind alle Grundfarben außer Weiß erlaubt. Es gibt vier verschiedene Varianten dieser Rasse. Man unterscheidet zwischen dem einfarbigen Solid, dem merlefarbenen Leopard, dem gestromten Brindle sowie dem Patchwork, welcher verschiedenfarbige Flecken von unterschiedlicher Größe über den ganzen Körper verteilt aufweist. Die Augenfarbe ist unterschiedlich. Auch Hunde mit zwei verschiedenfarbigen Augen können vorkommen. Wesen und Charakter des Catahoula Leopard Dogs. Dieser temperamentvolle, willensstarke, wendige und sportliche Hund ist trotz seines kurzen Fells sehr robust und unempfindlich gegenüber schlechtem und kaltem Wetter. Er ist ausgesprochen intelligent, lernt schnell und hat einen extrem guten Geruchssinn. Sein natürlicher Schutz- und Wachtrieb ist noch sehr gut ausgebildet. Neben der Treib- und Jagdarbeit kann dieser vielseitig begabte Hund zudem in anderen Bereichen, wie etwa als Rettungs- und Spürhund, seinen Einsatz finden. Seine Stärke liegt im Stellen und Verbellen des Wildes. Als Apportierhund kommt er hingegen nicht in Frage. Der Leopard Dog ist auch als reiner Familienhund nicht zu gebrauchen, da ihm hier die jagdliche Beschäftigung fehlt und er wegen Unterforderung schnell Fehlverhalten an den Tag legt. Der starke Schutztrieb des Hundes fordert auch erfahrene Hundebesitzer heraus. Und ein Zusammentreffen mit anderen Rüden gestaltet sich manchmal schwierig, da er große Dominanz zeigt. All das macht konsequentes und bestimmtes Handeln in seiner Erziehung nötig. Auslauf und Pflege des Catahoula Leopard Dogs. Dieser Hund verlangt stets nach viel Bewegung und einer sicheren Hand bei den gemeinsamen Spaziergängen. Ein Hundesport wie etwa Agility ist für den Leopard Dog ideal. Auch liebt er das Wasser und springt bei jedem Wetter mit Leidenschaft ins kühle Nass. Die Fellpflege dieses noch weitgehend unbekannten Hunde-Individualisten beschränkt sich auf regelmäßiges Kämmen und Bürsten.